Can we dance in the moonlight, hold hands if the mood's right, make plans to the sunrise and sleep till noon, I'll take... Hi meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich war die letzten 3 Tage krank und ich bin immer noch nicht ganz fit. Vielleicht hört man seine Stimme, ich weiß es nicht, aber es ist nicht mehr so schlimm. Ich lag wirklich diese 3 Tage einfach nur in meinem Bett. Ja, ich habe versucht, das einfach irgendwie auszuschlafen, auszukurieren. Und heute fühle ich mich aber wieder so fit, dass ich mein Zimmer aufräumen kann zum Beispiel. Das ist nämlich dringend notwendig. Und ich glaube, dann fühle ich mich auch gleich ein bisschen besser so. Und ich muss unbedingt ein bisschen so Self-Care machen. Allein wenn ich meine Haare so sehe, die waren jetzt einfach 3 Tage in einen Zopf zusammengebunden. Ich habe mir schon mal Öl hergerichtet, damit ich gleich hier meine Haare ölen kann. Das ist einmal Rosmarinöl gemischt mit einem normalen Öl. Und ich will jetzt einfach versuchen, wieder so ein bisschen eine gesunde Routine reinzubekommen. Und heute ist das erste Mal seit gefühlt Wochen wieder schönes Wetter. Das heißt, ich will auch noch vielleicht irgendwie einen Spaziergang machen, so kurz mal rausgehen. So. Das tut bestimmt auch mega gut. Und ja, ich fange jetzt erstmal an, hier meine Haare ein bisschen zu machen. Das muss dann nämlich noch einwirken und dann kann ich dann auch schon duschen gehen und meine Haare waschen endlich. Das ist wirklich dringend notwendig, um mich wieder wohl zu fühlen. So, ich mache mir jetzt noch meinen Vitaminsaft, während mein Öl in den Haaren einwirkt. Thinking that maybe I read the wrong signs and that you just don't feel the same way. Cause I have been waiting for quite a long time. Ich gehe jetzt ans Duschen und ich werde jetzt meine Haare waschen. Ich muss dringend auch das Öl auswaschen und ich benutze jetzt mein Shampoo und meine Spülung. Und seit neuestem benutze ich immer diese Haarmaske. Ich finde die unnormal gut. Ich liebe die so sehr. Und meine Hand ist einfach immer noch rot, weil ich gestern rote Beete geschnitten habe. Und es geht einfach nicht weg. Ich lasse meine Haare gerade so ein bisschen Luft trocknen und entspannen währenddessen einfach so ein bisschen. Weil wie gesagt, ich bin immer noch nicht ganz fit. Ich mache mir jetzt einen Shake. Ich habe hier schon mal Banane reingemacht und dann so gefrorene Mango und Erdbeeren. Dann mache ich jetzt noch ein bisschen Kokosmilch rein. Und jetzt wird das Ganze gemixt. So sieht mein Shake jetzt fertig aus. Ich hoffe, er schmeckt auch gut. Boah, sehr, sehr, sehr lecker. Ich muss unbedingt meine Nägel neu machen. Ich wollte das vor so 1-2 Tagen machen, aber ich war ja krank. Deswegen habe ich es leider nicht geschafft, ins Nagelstudio zu gehen. Gestern war ich so richtig blass, aber jetzt geht es langsam wieder. Ich habe jetzt schon mal mein ganzes Bett abgezogen, damit ich das alles mal waschen kann, damit das alles mal ein bisschen fresh wird. Und hier ist es eigentlich schon echt ordentlich. Ich muss den Boden noch saugen, weil hier liegen noch ein paar Blumen rum. Und sonst sieht es hier schon echt ganz gut aus eigentlich. So, es ist jetzt noch ein Päckchen angekommen. Wir machen das jetzt zusammen auf. Ich weiß auch, was drinnen ist. Und zwar ist es eigentlich echt unnötig. Aber das ist so für meine Morgenroutine. Da kann man so einen Eiswürfel drin machen und dann so übers Gesicht drüber jeden Morgen. Man könnte auch einen Eiswürfel nehmen, aber ich finde das einfach so praktisch da zum Halten und es sieht voll süß aus. Genau. So, guten Morgen. Ich mache mich jetzt ein bisschen fertig und filme währenddessen noch ein TikTok. Guten Morgen. Ich probiere jetzt zum ersten Mal hier diesen Eiswürfel aus und es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr erfrischend. Und ich liebe das Teil jetzt schon so für morgens, um einfach wacher zu werden. Ich verlinke es euch mal in der Beschreibung in meinem Amazon Storefront. Ich weiß, man kann auch einfach einen Eiswürfel nehmen, aber ich fand es einfach praktisch und es sieht einfach extrem cool aus. Ich habe mir hier einen neuen Gua Sha geholt letztens und den werde ich jetzt hier gleich mal ausprobieren. Letzter Step ist natürlich jetzt noch Sonnencreme bei meiner Skincare-Routine.
So, ich habe jetzt schon meine Haare gemacht und meine Skincare gemacht. Und jetzt geht's ans Frühstück machen, weil jetzt habe ich wirklich Hunger schon. Ich suche mir noch schnell mein Outfit raus. Ich will diese Hose anziehen. Und irgendein Crop Top. Ich musste hier auch mal dringend aufräumen, aber ja, ich schmeiß die hier immer nur so ein bisschen rein irgendwie. Ich habe jetzt hier so einen schwarzen Sport-BH einfach. Dann meine Nike-Leggings. Und hier noch so ein Crop-T-Shirt zum drüberziehen, falls es mir zu kalt ist. Und weil ich gerade eh schon in meinem Zimmer bin, mache ich auch noch mein Bett ordentlich, damit ich mich dann nicht gleich wieder hinlege. So, mein Iced Coffee ist schon mal fertig. Ich fülle jetzt noch Wasser in diese Flasche ab und mache noch was zu essen. Ich habe mir jetzt so ein Frühstück gemacht, einmal so ein Omelette, das ist ein bisschen knusprig geworden und ein bisschen Wassermelone und Papaya. So, ich bin jetzt fertig. Ich habe mein Make-up gemacht. Ich musste kurz den Akku von der Kamera nämlich aufladen. Ich habe die Zeit aber währenddessen genutzt und habe meine ganzen TikToks geschnitten, habe TikToks gedreht. Ich habe ein Insta-Bild gemacht, habe ein bisschen was in meine Insta-Story gepostet, habe mein YouTube-Video hochgeladen. Das ist jetzt auch online. Ich wollte jetzt dann eigentlich rausgehen und mich rauslegen, aber ich werde jetzt noch einen Haul drehen. Den werde ich nämlich morgen posten wahrscheinlich oder übermorgen. Ich wollte auch noch ein anderes YouTube-Video drehen eigentlich. Ich weiß nicht, ob ich es noch schaffe. Aber ich mache mir jetzt erstmal was zum Essen und dann werde ich wahrscheinlich noch das YouTube-Video und den Haul drehen und dann gehe ich lesen wahrscheinlich. Das Gute ist, die Sonne bleibt ja eh so lange draußen, da kann ich dann auch noch ein bisschen länger draußen bleiben. Also ich koche mir jetzt diese Nudeln hier und während die jetzt kochen, gehe ich noch schnell draußen die Blumen gießen. Ich habe auch noch ein paar Tomaten gleich geerntet, weil wir nämlich Tomaten angepflanzt haben und die waren jetzt alle schon reif. So, die Nudeln sind jetzt fertig. Ich habe die mit ein bisschen Thunfisch und ein bisschen Tomatensauce und ein bisschen den Tomaten aus dem Garten hergerichtet und es sieht echt gut aus. So, ich drehe gerade den Shopping Haul für TikTok, deswegen habe ich hier gerade ein Kleid an. Und zwar ist das mein monatlicher Bershka Haul von meiner Kooperation mit Bershka und ich freue mich. So cool. Ich habe hier so mein Handy aufgestellt, so auf mein neues Reisestativ. Das werde ich mit nach Thailand nehmen. Und hier habe ich die ganzen Klamotten. Ich habe jetzt meine Haare hochgebunden, habe mein Bikini an und habe mein Zeug mitgenommen, damit ich mich jetzt rauslegen kann zum Lesen. Bis auf ein bisschen Schnupfen geht es mir wieder gut, deswegen ich werde meine Füße auf jeden Fall in den Pool reinhalten. Ich hoffe, das ist kein Fehler. Aber es ist so krass warm, es sollte eigentlich okay sein. Ich habe jetzt nur kurz draußen gelesen und bin jetzt dann noch schnell einkaufen gefahren, weil um 19 Uhr macht der Supermarkt zu. Und morgen ist Feiertag und wir haben nicht so viel zu essen zu Hause. Deswegen habe ich Bananen gekauft. Ich habe Kiwis gekauft und Zitronen. Einen Alpro Kokosjoghurt Natur. Dann eine Sojamilch für mich. Ich will die mal ausprobieren, die habe ich noch nie getrunken. Und ich habe ein Buchweizenbrot für über 3 Euro gekauft und das sind nur so 5 Scheiben oder so drin. Ja, weil ich kein Gluten essen darf. Ich habe kein anderes gefunden. Das war jetzt das erste, was ich gefunden habe und das probiere ich jetzt aus. Und dann habe ich noch Lachs gekauft. Ich wusste nicht, was ich sonst auf mein Brot drauf machen soll. Ah, und Erdnussmus von Alnatura habe ich auch noch mitgenommen. Ich habe irgendwie vergessen, ein Outro zu filmen. Deswegen sage ich jetzt nochmal danke fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis bald.